Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, zu einer neuen Challenge auf dem Kanal. Ihr seht im Hintergrund 30.000 Dollar Hold Challenge. Wieso, weshalb, warum das Ganze? Ich dachte mir einfach, wie kann man den Zuschauern laufend Mehrwert bieten? Wie kann man irgendwie was Interessantes machen, nicht langweilig werden? Auch die Zuschauer einbinden, die sich mehr für Fundamentalanalyse interessieren. Also nicht nur TA machen, auch mal abseits TA was zu machen oder neben TA. Und eben dieses Projekt auch mit TA zu fusionieren, also Fundamentalanalyse TA. Und was mir am wichtigsten ist, die Community aktiv einbinden. Es kann jeder da mitmachen. Ihr könnt die Coins euch selber auswählen. Teilweise und ihr könnt auch immer laufend eben an dem Projekt teilnehmen und ich würde sagen, wir starten dann auch direkt los und schauen uns mal an, wie konkret das Ganze aussehen wird. Auf alle Fälle freue ich mich mega drauf. Ich habe das immer schon gesehen bei englischsprachigen YouTubern und ich habe das mega gefeiert und ich dachte mir immer, ich will sowas auch machen und ich habe jetzt eben auch die Möglichkeit, dass ich Kapital frei habe, wo ich mir eben mein Portfolio zusammenstellen will oder eben zusammenstellen wollte und ich dachte mir, perfekt für so eine Challenge und ich würde sagen, wir starten direkt los mit den Regeln. Regeln sind eigentlich ganz einfach. Im Prinzip hole ich 6 Coins ins Portfolio, das heißt konkret jeweils 1/6 des Gesamtbetrags fallen auf jeden Coin an. Jeder Coin bekommt 500 Dollar Startinvestment. Liegt einfach daran, dass ich es viel zu kompliziert gefunden hätte, wenn wir jetzt da noch rum diskutiert hätten, ob jetzt der Coin mehr Prozent kriegt oder weniger. Machen wir ganz einfach, jeder Coin bekommt 500 Dollar und dann vergleichen wir die Performance der Coins und auch die Performance im Gegensatz zu anderen Coins am Ende miteinander. 4 Coins werden von mir ausgewählt und 2 Coins von der Community. Hier ist jetzt auch wieder das Ding, ich habe mir überlegt, soll ich die Community eben mehr Coins auswählen lassen als euch, aber es wäre einfach irgendwie administrativ zu kompliziert, so ein Ranking abzufragen, weil es hat dann jeder wieder seine eigenen Favoriten und ich denke mir, da kam einfach keine runde Zahl raus, deswegen habe ich mir gedacht, 4 Coins von mir und 2 Coins von euch und ich sage euch gleich, wie man oder wie ihr diese Coins auswählen könnt. Und ganz wichtig eben, Mindestzeit der Challenge 1 Jahr. Es soll eine Hold-Challenge werden, keine Trade-Challenge, die Coins sollen wirklich 1 Jahr liegen, damit man dann eben diese Steuerabgaben nicht mehr drauf hat und damit man das vermeintlich, vielleicht, hoffentlich den vermeintlichen Gewinn dann auch verwenden kann. Da kann man dann auch wieder Community aktiv einbinden, also ihr könnt dann entscheiden, was wir mit dem Gewinn machen, ob wir das irgendwie mit Verlosungen irgendwie raushauen sollen oder eben spenden und so weiter, wie ihr das machen wollt, auf alle Fälle alles, was über den Initial Investment Betrag reinkommt, darauf könnt ihr dann entscheiden, was man damit machen. Wie gesagt, es soll eine Community Challenge werden, das ist mein Ziel, es soll jeder aktiv daran teilnehmen. Und jetzt kommt es zum interessanten Part, nämlich den Coins, die ich dafür ausgewählt habe. Wir haben hier jetzt diese Raster, oh, kommen direkt rein, den Raster, den ich habe und ich dachte mir so, wie kann ich das am besten gestalten, ohne dass jetzt sich irgendwer benachteiligt fühlt, ohne dass irgendein Coin aus dem Raster rausfällt. Und ich hatte da wirklich eine lange Diskussion mit 2 Freunden über dieses China Ranking, diesen China Index, den wir vor kurzem hatten und wir haben gesagt, wie sinnvoll ist so ein Ranking? Wir hatten das gleiche schon bei dem Vice Ranking, ich dachte mir dann einfach, so ein Ranking wäre perfekt für diese Challenge, weil ich dann erstens einen Rahmen vorgegeben habe, obwohl ich den Rahmen einmal kurz, ein wenig schraubiziert habe mit OneChain, aber ich habe dann so einen Rahmen vorgegeben von den Coins, die ich eben auswählen kann. Das heißt, mir kann keiner vorwerfen, dass ich mir Coins benachteiligt habe oder irgendwelche Coins nicht ausgesucht habe. Ich habe konkret in diesem Ranking nach Coins gesucht und ich habe auch konkret die Coins weggelassen, die ich schon vermehrt viel im Portfolio halte. Also Cardano zum Beispiel habe ich weggelassen, Bitcoin, Ethereum sind alles gute Coins, aber ich habe einfach schon im Hauptportfolio viel von den Coins und da dachte ich mir, nee, es macht keinen Sinn, irgendwie ein Nähportfolio zu haben und ist auch für mich dann langweilig. Da habe ich dann eben diese Coins ausgewählt und da war eben dabei IOTA unter anderem. IOTA einfach aus dem Grund, weil IOTA mega polarisiert, weil ich selber ein wenig kritisch war gegenüber IOTA und weil ich einfach IOTA in dem Portfolio haben will, damit man wirklich schwarz auf weiß sehen kann, wie IOTA im Markt performt. Also IOTA war mein Number One Pick. OneChain ist jetzt nicht in der Liste dabei, in diesem China Ranking, sorry, aber OneChain kam jetzt knapp rein vor dem Video noch, weil ich gesehen habe, dass OneChain jetzt wirklich seinen Preis zu haben ist, wo ich einfach zuschlagen will, knapp 5 Dollar. Und OneChain wollte ich immer schon nachkaufen. Ich dachte mir, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um eben auch OneChain in die Challenge mit reinzunehmen. Dann habe ich noch reingenommen Lisk und Waves, einfach aus dem Grund, das sind auch Coins, die in den Top 15 sind, dieses Rankings. Und das sind Coins, die einen stabilen Market Cap haben, aber die für mich auch noch Platz nach oben haben. Und das sind eben auch Coins, die eben jetzt noch nicht in meinem Portfolio sind, weil eben einfach viele von diesen Top 15 Coins schon in meinem Portfolio waren. Aber das sind für mich jetzt solide Picks, weil das sind alles, vor allem IOTA natürlich, aber auch OneChain, Lisk, Waves, das sind jetzt keine Coins, die irgendwie hinter den Top 100 sind. Ihr wisst vielleicht, dass ich bei Altcoins sehr kritisch bin und ich wollte einfach da
Safe Picks mit reinnehmen, aber auch Picks, die eben noch gut Potenzial nach oben haben. Deswegen jetzt mal diese vier Coins. Und jetzt die zwei Fragezeichen, jetzt wird es interessant für euch, denn diese zwei Fragezeichen könnt ihr jetzt bestimmen. Wir machen das so, dass jeder, also jeder Account, ich werde auch drauf schauen, wer wie viele Kommentare raushaut, ihr könnt in jedem Kommentar ein bis zwei Coins, also wenn ihr nur einen nennen wollt, nennt ihr nur einen, aber wenn ihr zwei nennen wollt, nennt ihr zwei, Coins nennen und der Coin wird dann, oder die Kommentare werden dann mit einem Random Picker ausgesucht. Im Prinzip beschränken wir uns darauf, dass jeder User nur einen Coin nennen darf, weil dann können wir das Ganze zweimal suchen und dann können wir die Comments eben zweimal random aussuchen. Das heißt, jeder schreibt eine Coin in die Kommentare und was ganz wichtig ist, ihr müsst eine Begründung dazu schreiben. Also ihr müsst eine Coin reinschreiben und eine Begründung, wieso, weshalb, warum. Wer wirklich nur reinschreibt, ja, Ethereum, das nehme ich nicht rein. Also ihr müsst eine Begründung schreiben, warum ihr diesen Coin gut findet und warum ich ihn reinnehmen soll. Und ich habe natürlich auch ein Vetorecht, also wenn irgendein Coin dabei ist, der komplett nicht gut ist oder der einfach ein Scam ist oder den ich nicht gut finde, dann greift das Vetorecht. Sonst seid ihr komplett frei, also Market Cap ist mir komplett egal, kann Low Market Cap sein, kann High Market Cap sein, kann von mir auch Bitcoin sein. Wenn eine Begründung dabei ist, dann nehme ich den Coin mit rein, wenn der Random Comma Picker eben diesen Coin dann auswählt oder euer Kommentar besser gesagt. Und dann gehen wir noch zum Schluss, zum Ablauf. Ich habe mir das so gedacht, dass ich im wöchentlichen Portfolio-Check mache. Also ich habe eine Excel-Tabelle schon erstellt, wo man dann konkret sieht, wie eben diese Coins performt haben, wie die Coins im Vergleich zu anderen Coins performt haben, wie die Coins im Vergleich zum Markt performt haben. Ich will Updates zu den Coins liefern, also fundamental, technisch und eben auch laufend, ja, Community-Abstimmungen durchführen, wie man dann eben dieses Portfolio weitergestaltet, was man mit den Gewinnen machen soll, ob wir vielleicht irgendwie noch andere Coins dazu nehmen sollen, wobei der letzte Punkt eher schon wieder kritisch ist, weil wir irgendwie drauf schauen müssen, dass wir auf die ein Jahres steuerfreie Frist kommen würden. Also ich würde da eben das Ganze so gut wie unberührt lassen wie möglich. Aber wie gesagt, wir können da auch eine Abstimmung machen. Wenn ihr sagt, dass ihr daran mehr Interesse habt, dass wir laufend schauen, dass wir irgendwie mehr draus machen, also dass wir auch laufend während den Dips in Tether wechseln oder auch in andere Coins wechseln und dann können wir auch irgendwie eine Challenge draus machen, dass wir auch da hin und her traden. Wie gesagt, ist alles frei für euch, aber ich habe mir einfach gedacht, eine HODL-Challenge war interessanter, da wir eben ja sonst viel mit Trading machen und wir einfach sonst niemals diese Steuerfreizeit erwischen werden. Also das liegt an euch, wie ihr das handhaben wollt. Auf alle Fälle hoffe ich, dass ihr euch ja über die Challenge freut oder dass euch das gefällt und dass ihr mir die Kommentare schreibt, was ihr von dieser Challenge haltet und dass ihr mir auf alle Fälle eure Picks nennt. Und ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir schauen uns jetzt dann, oder besser gesagt, ich alleine schauen mir dann die Kommentare an in diesem Video. Macht dann auch natürlich die Comment-Verlosung live. Nicht, dass dann heißt, die wurde geschoben oder ich habe einen Coin ausgesucht, der mir besonders gefällt. Also die Comment-Auslosung kommt dann auf Video. Ich zeichne das Ganze auf. Und dann starten wir auch schon mit der Challenge nächste Woche, also diese Woche noch, kommen dann schon Videos zu den Coins. Ich werde dann auch Videos machen zu Lisk, zu Waves, zu IOTA und eben zu OneChain und auch zu den Coins, die ihr auswählt. Und dann werden wir das Projekt laufend durchziehen und wirklich schauen, dass wir diese Gains raus. Und es müssen ja nicht direkt 30.000 sein, 30.000 im Long-Term. Und vielleicht schaffen wir nächstes Jahr eine Verfünffachung. 15.000, also 3.000, 5.000 wäre auch schon mega krass und mega heftig. Und wäre einfach mal so ein Projekt, was vorzeigbar ist, was man dann auch anderen Leuten zeigen kann, weil man auch sagen kann, okay, schau, im Internet, YouTube, dieser Typ hat das gemacht, der hat das wirklich 1:1 festgehalten mit Excel jede Woche, der hat das genau aufgezeichnet, wie viel Gewinn er gemacht hat, wie viel Verlust und ja, ist ja nicht mein Ziel. Und ich bedanke mich für Aufmerksamkeit, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, euer Technik-Crypto.